Schönen guten Tag, liebe YouTube-Gemeinde. Baumann, der Politalk, heute aus Augsburg, der AfD-Bundesparteitag. Draußen sind Demonstranten, die sind eben gegen diese Demo. Und neben mir steht Staatsanwalt Thomas Seitz, hauptberuflich, allerdings seit 2017 auch in der Bundestagsfraktion der Alternative für Deutschland. Schönen guten Tag, Herr Seitz. Ja. Danke, dass Sie sich jetzt die Zeit nehmen. Sie sind hauptberuflich Staatsanwalt. Warum haben Sie sich für die Politik entschieden? Also, ich bin mittlerweile Staatsanwalt AD. Nicht, dass ich mir dann etwas anmaße, was ich nicht mehr bin. Das Dienstverhältnis ist ruhengestellt durch den Einzug in den Deutschen Bundestag. Die politischen Verhältnisse in Deutschland haben sich in den letzten Jahren so verändert, dass irgendwann der Zeitpunkt erreicht war, an dem ich nicht mehr nur auf dem Stand war, ich kann keine der etablierten Parteien mehr wählen, sondern der Leidensdruck war so groß, dass ich mir selbst gesagt habe, es muss sich etwas ändern und das kannst du nur dadurch erreichen, dass du selbst einer Partei beitrittst, um selber darauf hinzuwirken, dass die Verhältnisse in Deutschland sich wieder zum Guten ändern. Das war dann der Beitritt in die AfD und dann der nächste Schritt war eben auch die aktive Beteiligung durch Kandidaturen, erst für den Landtag, dann für den Bundestag. Die AfD gilt ja eher so als rechte Partei, hört man von außerhalb, oder rechtsextrem. Sie als Staatsanwalt, jetzt AD, hat das Ihrem Ruf irgendwie geschadet, dass Sie sich dieser rechtsextremen Partei anschließen? Also mir persönlich wird auch im Rahmen eines Disziplinarverfahrens vorgeworfen, nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu stehen, und Zweifel an meiner Verfassungstreue werden aufgebracht. Das ist aber schlicht und ergreifend völlig falsch. Der Vorwurf des Rechtsextremen ist absolut Unsinn für die ganze AfD, für mich insbesondere. Wir sind es doch gerade diejenigen, die versuchen, auf der Einhaltung des Rechts zu bestehen und dafür kämpfen. Und denn der Vorwurf lautet, wir sind eine rechte Partei, dann ist auch das eine verschobene Wahrnehmung. Früher war die CDU mal eine rechte Partei, hat sich aber mittlerweile so weit nach links verschoben, dass man mittlerweile sagen muss, schon wer nur eine neutrale Mittelposition in Deutschland einnimmt, wird in der öffentlichen Wahrnehmung allein aufgrund der Positionierung der anderen Parteien als rechts wahrgenommen, einfach weil der Abstand aller anderen Parteien so weit nach links gegangen ist und der Abstand zur Mitte von denen so gewaltig ist, dass das anders erscheint, als es der Fall ist. Und natürlich, wo es linke Parteien gibt, muss es auch als Gegengewicht rechte Parteien geben. Wir schauen jetzt mal ein paar Wochen zurück. Da haben Sie eine Rede gehalten, stand im Endeffekt so da. Claudia Roth hat daraufhin gesagt, Herr Seitz, haben Sie noch etwas zu sagen, sonst ist die Redezeit beendet. Was haben Sie sich bei dieser Gedenkrede gedacht? Letztendlich haben Sie ja wieder dadurch polarisiert. Es war an der Zeit, dass für die Opfer der von Frau Merkel verursachten Einwanderung nach Deutschland durch illegale Migranten, dass diesen Opfern einmal gedacht wird, weil es sind Opfer, für die der Bundestag eine unmittelbare Verantwortung trägt. Der Bundestag hat es hingenommen, dass Frau Merkel das Recht gebrochen hat und er hat sie gewähren lassen. Und es sind Taten, die sind nur deshalb möglich, weil Deutschland es zugelassen hat, dass unsere Grenzen geöffnet werden für Leute, von denen wir überhaupt nicht wissen, wer sie sind, wo sie herkommen, welche Motive sie in Deutschland haben. Und es wurde auch nichts unternommen, um diese Menschen wieder aus Deutschland zeitnah herauszubringen. Und deswegen gibt es einen Unterschied zwischen Straftaten von ganz normalen Straftätern. Die kann man nicht wirklich hundertprozentig vermeiden, ganz egal, wie man ein Rechts- und Justizsystem ausgestaltet. Aber hier haben wir Delikte, die sind nur möglich, weil der Bundestag komplett versagt hat. Aufgrund eines Staatsstreiches von oben der Regierung konnten hier die Kriminellen nach Deutschland kommen. Diese leben in einer ganz anderen kulturellen Welt als wir. Man kann auch sagen, da kommen Leute aus der Steinzeit zu uns und die sind schlicht und ergreifend mit unseren Werten inkompatibel. Und weil der Bundestag verantwortlich ist, war es an der Zeit, dass hier auch mal im Bundestag ein Zeichen gesetzt wird und der Opfer gedacht wird. Und ich möchte auch anmerken, ich habe nicht zu einer Schweigeminute aufgefordert, denn dann hätte ich die anderen Abgeordneten zu einem Tun oder Unterlassen aufgefordert, was mir als Redner nicht zustand. Ich habe nur mit zwei kurzen Sätzen Bezug genommen auf den Namen des Opfers, habe keine näheren Anhaltspunkte mitgeteilt und dann gesagt, wir widmen unsere Redezeit dem Angedenken. Und das im Rahmen der uns als Fraktion zur Verfügung stehenden Redezeit fand ich ein
minimaler Eingriff in den Ablauf des Bundestages. Jetzt am Freitag war da jemand, der einen Aluhut präsentiert hat, der Kaspar Rein am Mikro gemacht hat und die Sitzungsleitung hat nicht eingegriffen. Die Reaktion der Altparteien war, dass sie gebrüllt haben, dass sie richtig fast getobt haben und dadurch auch die Frau Roth zum Eingreifen meines Erachtens auch noch mitgebracht haben. Sie haben einfach nicht ausgehalten, selbst hier an ihre Verantwortung und Mitschuld erinnert zu werden. Flüchtlingspolitik, wir kommen da nicht dran vorbei an dem Thema, ist immer wieder groß in den Medien. Merkel, Seehofer, wer hat die beste Position? Also es sind alles nur Schauspieler, ganz klar. Okay. Merkel zieht ihren Kurs durch und ich glaube, sie hat jetzt einen richtig großen Sieg wieder errungen. Sie hat mit dem Europagipfel eine scheinbare Lösung präsentiert. Scheinbar deswegen, weil es ist alles völlig im Ungefähren und Vagen und irgendwelche Regelungen auf Freiwilligkeit, das kann man sich abschminken, dass das irgendetwas verändern kann. Wenn wir da vielleicht dann irgendwelche Migranten wieder loswerden, dann nur, wenn Deutschland auch entsprechend dafür bezahlt oder wenn wir andere Kröten schlucken. Und vor allen Dingen, sie hat jetzt Seehofer den Auftrag gegeben, die bilateralen Abkommen mit anderen Staaten auszuhandeln. Das heißt, wenn es darum geht, nachher den Preis zu verkaufen der Öffentlichkeit, den man zahlen muss, damit andere Länder Deutschland Zugeständnisse machen, wird Seehofer derjenige sein, der dafür verantwortlich ist und schuldig ist. Das heißt, da hat sie sich im innerparteilichen Konflikt in der Union oder im Konflikt zwischen den zwei Unionsparteien, glaube ich, jetzt sehr stark gegen Seehofer durchgesetzt, der einfach wieder mal als Löwe gestartet ist und dann als Bettvorleger geendet hat. Er ist halt ein Drehhofer und außer heißer Luft kommt da nichts. Er hätte einfach zurücktreten müssen, hätte vorher die Weisung nach dem Aufenthaltsgesetz zurücknehmen sollen. Dann wäre wieder an den Grenzen eine Zurückweisung erfolgt und wäre möglich gewesen. Und kein neuer Minister hätte sich getraut, eine neue Weisung zu erteilen. Nur dann wäre der Herr Seehofer in Rente gewesen, weil das Amt als Minister ist das letzte Amt, das er jetzt noch innehat. Und es wird für ihn auch kein neues Amt geben. Tritt er da zurück, ist er aus der Regierung draußen, ist der Herr Seehofer Pensionär. Ja, Sie haben gerade die Lösung angesprochen. Ist das jetzt ein ernsthafter Plan oder bleibt alles so, wie es ist und die Migranten kommen ins Wunschland rein? Also faktisch gesehen ist es ja so, die meisten Migranten kommen entweder direkt nach Deutschland oder kommen dann mit Zeitverzögerung aufgrund einer Binnenmigration mit Zeitverzug nach Deutschland. Daran wird sich erstmal nichts ändern. Mit Dublin IV, was im Gespräch ist, würde dann praktisch aus der jetzigen faktischen Situation, die illegal ist, eine rechtmäßige Situation gemacht. Denn es gibt dann die sogenannte Ankerregelung, wer Personen hat, die in einem Land leben, wo er einen Bezug behauptet, dann kann er sich sozusagen aussuchen, auch in dieses Land zur Aufnahme gehen zu wollen. Und es ist ganz klar, wir haben ohnehin die meisten Migranten und wir bieten die höchsten Anreize. Das heißt, jeder wird behaupten, dass er einen kennt oder einen Cousin hat, der wiederum einen kennt, der jetzt in Berlin oder im Ruhrgebiet lebt. Es wird allen freigestellt, nach Deutschland zu kommen. Es ist, wenn Dublin IV so kommt, dann wird das, was wir im Moment haben, dann zur künftigen geltenden Rechtslage. Aber zum Guten ändert sich gar nichts. Das ist alles nur Augenwischerei und letztendlich nur eine Schmierenkomödie im Hinblick auf den bayerischen Landtagswahlkampf. Weil Sie jetzt von Horst Seehofer sprechen, Entschuldigung, ja. Hat er überhaupt das Recht, Flüchtlinge an der Grenze abzuweisen? Und welches Recht gilt? Deutsches oder doch das europäische? Es gibt natürlich immer eine Gemengelage und Überschneidung. Die Dublin-IV-Verordnung, das ist sozusagen die europäische Geschäftsverteilung. Welches Land ist überhaupt zuständig? Das sagt aber nichts darüber aus, welches Recht anzuwenden ist an der Grenze. Das ist nämlich das deutsche Recht. Und daraus, dass es ein Selbsteintrittsrecht in der Frage der Zuständigkeit gibt, nämlich im Außenverhältnis, ist nicht gesagt, dass man auch im Innenverhältnis, nämlich gegenüber den eigenen Bürgern, davon Gebrauch machen darf, vor allen Dingen, dass man nicht aus einer Ausnahme die Regel machen darf. Das ist der Putsch von oben, der Verfassungsbruch durch die Regierung und da bietet das Grundgesetz einfach keine Handhabe. Würde die Bundeswehr putschen,
und mit Panzern vor dem Reichstag auffahren und die Regierung festsetzen, dann hätte jeder Deutsche nach Artikel 20 Absatz 4 das Recht zum Widerstand. Aber gegen den politischen Putsch, dagegen ist unsere Verfassung schlicht und ergreifend machtlos, weil bei der Absetzung und Formulierung des Grundgesetzes es niemand für möglich hielt, dass von der Regierung so etwas selbst ausgeht. Wie scheinheilig ist Macron eigentlich in dieser Rolle? Angeblich unterstützt der Mutti, wie sie sich ja gern selber nennt, sagt dann aber doch irgendwie, ja, ich nehme keine auf. Macron hat sich da, glaube ich, sehr gut verkauft. Macron steht vor großen innenpolitischen Problemen. Frankreich hat einen unglaublichen Reformstau. Frankreich ist ein vermutlich schon mehr als nur halbsozialistischer Staat. Wirtschaftlich eigentlich auf dem Weg wirklich auf das Abstellgleis. Die notwendigen innenpolitischen Reformen, die Macron angehen müsste, würden ihn in Frankreich seinen Job kosten. Deswegen ist es für ihn natürlich von Vorteil, wenn er im Wege europäischer Reformen, die von Deutschland bezahlt werden, den Druck im Kessel in Frankreich herausnehmen kann. Das heißt, alles, was er eventuell an Gegenleistung gibt, lässt er sich teuer bezahlen. Und vor allen Dingen, da die Altparteien so darauf fixiert sind, das Thema Europa verknüpft mit der EU als das Allheilmittel für alles darzustellen, nützt er einfach auch die Bereitschaft der deutschen Altparteien aus, alles zu finanzieren, was irgendwie unter der Flagge Europa läuft, auch wenn es jedem dient, nur nicht Deutschland. Die AfD sagt ja immer wieder in diesem Zusammenhang, Merkels Gäste, durch die ist die Kriminalitätsrate gestiegen. Was sollte man Ihrer Meinung nach mit den kriminellen Migranten unternehmen? Schießen an der Grenze, wie einige sagen, ist das sicher auch keine Lösung. Also erstmal einen Grenzschutz einführen. Es ist ja auch so, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben Leute, die wollen in eine Diskothek und finden keinen Einlass. Der Türsteher, der den Eintritt verweigert, muss ja nicht zuschlagen im Normalfall, sondern es reicht, dass er dasteht und sagt, hier, stopp, du kommst hier nicht rein. In jedem Grenzregime ist natürlich auch der Schusswaffeneinsatz, so wie er jetzt auch bei uns im Gesetz des Bundes über die Anwendung des unmittelbaren Zwanges geregelt ist, als Ultima Ratio möglich, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht um den Schießbefehl, sondern es geht um den Schutz der Grenze, um die Botschaft nach außen, so wie es Australien vorgemacht hat. Mit ihrer Kampagne No Way haben sie den Flüchtlingen, die übers Meer nach Australien kamen, klargemacht, ihr habt keine Chance, nach Australien zu kommen. Ihr werdet in externen Internierungslagern festgesetzt und dann zurückgeschickt. Damit hat man den Schleppern das Geschäft abgegraben. Das Geschäftsmodell hat nichts mehr getragen. Und die Folge ist, die illegale Einwanderung nach Australien ist zum Erliegen gekommen. Das ist gut für Australien. Aber auf der anderen Seite, es ertrinken dort auch keine Menschen mehr, weil sich die Menschen gar nicht mehr auf den aussichtslosen Weg nach Australien machen. Sollte man sich dann aber nicht überlegen, was gegen die Schleuser zu unternehmen oder Schlepper, wie Sie sagen? Sie sind ja quasi dafür verantwortlich, dass viele Menschen auch im Mittelmeer dann ertrinken. Das ist schlicht und ergreifend so, wo ich die Anreize setze, wird es immer jemanden geben, der versucht, aus diesen Anreizen Kapital zu schlagen. Und wenn wir die Leute aufnehmen oder wenn Schlepperschiffe von deutschen Nichtregierungsorganisationen im Mittelmeer nur darauf warten, dass 5 Kilometer von der nordafrikanischen Küste entfernt ein Schlauchboot ankommt, das nicht in Seenot ist, sondern das natürlich irgendwann, wenn sich die Witterungsverhältnisse und Seeverhältnisse ändern, in Seenot geraten kann. Wenn die Menschen aufgenommen werden und dann direkt nach Europa befördert werden, dann ist es doch selbstverständlich, dass ich damit eine richtige Industrie in Gang setze. Das heißt, wer im Mittelmeer aufgegriffen wird, und da ist es völlig richtig, auch Leute auf nicht seetauglichen Booten aufzunehmen, müsste sofort wieder in Afrika an Land gesetzt werden. Dann zerstöre ich das Geschäftsmodell. Nur zu kontrollieren ist völlig zwecklos, weil das, was die Schlepper verkaufen, nämlich den Transfer nach Europa, das bekommen die Leute. Und solange dieses Produkt für die Menschen erreichbar ist, werden sie die Schleuser auch dafür bezahlen. Kommen wir mal zurück zu Angie und Horst. Die beiden werden jetzt im Leben keine Freunde mehr. Die haben sich ja eigentlich nie leiden können. Glauben Sie, die Große Koalition hält oder sie bricht?
Große Koalition ist ja jetzt dann eher mit der SPD noch. Das ist jetzt eher die Frage nach der Fraktionsgemeinschaft. Ich hätte mir vorstellen können, als es da vor zwei Wochen etwas turbulenter dann wurde, dass es zum Bruch der Fraktionsgemeinschaft kommt. Es wäre vermutlich sogar taktisch im Hinblick auf die bayerische Landtagswahl vermutlich taktisch geschickt gewesen. Jetzt denke ich damit nicht mehr, dass man damit rechnen muss. Aus zwei Gründen. Erstens, Merkel wird immer weiter regieren. Solange sie selbst keine Vertrauensfrage stellt, dazu hat sie keine Veranlassung. Das heißt, selbst wenn die CSU aus der Regierung ausscheidet, gibt es keine Neuwahlen. Aber die Frage Bruch der Fraktionsgemeinschaft, bundesweiter Antritt der CSU, ist eine rein rhetorische Frage. Natürlich hätte die CSU Aussicht, sich bundesweit zu etablieren, wenn sie als Konkurrent zur CDU antritt. Das Problem der CSU ist aber, dass sie bislang wahrgenommen wird als die bayerische Staatspartei. Und dieses Selbstverständnis müsste man aufgeben, wenn man bundesweit antritt. Und dann ist eben Bayern zwar natürlich weiterhin der stärkste Landesverband, aber eben nur noch ein Landesverband von 16 anderen Landesverbänden. Und damit würde die CSU alles das, was sie in Bayern bislang stark gemacht hat, aufgeben. Deswegen, es wäre ein kurzfristiger Erfolg, um bundesweit Erfolge zu haben als CSU, aber sie würden ihre bayerische Basis vernichten und deswegen kann ich damit einfach nicht rechnen. Das wäre so, wie wenn einer, der Angst vorm Ertrinken hat, Selbstmord begeht. Um das Gespräch jetzt mal zu beenden, zwei Fragen habe ich jetzt noch zu etwas erfreulicherem Fußball-WM. Die Linksjugend hat dazu aufgerufen, Deutschlandfahnen zu knicken und zu klauen. Das heißt aber immer, die Rechten, ja, die sind ja so schlimm. Wo bleibt da das demokratische Verständnis? Es ist so schlimm, Deutscher zu sein. Die Linken haben überhaupt kein demokratisches Verständnis, sondern für sie gilt der Grundsatz, der Zweck heiligt die Mittel, dass sie geprägt sind von einem ganz fundamentalistischen deutschen Hass. Ist es aus ihrer Sicht gerechtfertigt, eben Gewalt gegen Sachen und in der Folge dann auch gegen Personen auszuüben, wenn die aus ihrer Sicht auf der falschen Seite stehen. Was früher ein Braunhemd der SA getragen hat, läuft heute unter der Flagge der Antifa. Ganz einfach, so ist es. Und das Traurige ist, dass in allen größeren deutschen Städten entsprechende autonome Zentren existieren, die von den Kommunen bezahlt und finanziert werden. Da stimmen die SPD dafür, genauso wie FDP, die Grünen ohnehin, die Linken ohnehin, aber auch meistens die CDU oder in Bayern die CSU. Also in München das Café Marat, ein bekannter linksextremistischer Sammelpunkt, der wird auch mit den Stimmen der CSU finanziell gefördert. Dann jetzt zum Abschluss, die deutsche Nationalmannschaft ist erstmals in der Vorrunde ausgeschieden. Viele Leute geben Mesut Özil und Ilkay Gündoğan die Schuld. Mesut Özil hat daraufhin angedeutet, er würde zurücktreten. Würden Sie es befürworten? Was jetzt die sportliche Leistung angeht, will ich das jetzt gar nicht bewerten, weil der Herr Özil hat sicherlich keine tolle Leistung gebracht, aber es war im Rahmen eines Teams, das keine tolle Leistung gebracht hat. Ihn jetzt herauszupicken und als Schuldigen festzumachen, halte ich für falsch. Die andere Frage ist eher, ist es richtig, dass jemand wie der Herr Özil in der deutschen Nationalmannschaft spielt? Und da bin ich der Meinung, nein. Nicht, weil er türkische Vorfahren hat, sondern weil er immer noch innerlich ein Türke ist und kein Deutscher. Für ihn ist die deutsche Nationalmannschaft nur ein Vehikel gewesen, mehr sportlichen Erfolg zu haben als mit der türkischen Nationalmannschaft. Sein Herz schlägt aber für die Türkei. Deswegen hätte er aus meiner Sicht nicht in die Nationalmannschaft gehört. Aber jetzt den sportlichen Misserfolg an ihm festzumachen, ist aus meiner Sicht falsch. Aber dieses sportliche Debakel ist natürlich für mich einfach auch ein Symbol für den Zustand unseres Landes und auch ein Symbol für die politische Lage. Genauso wie Löw einfach jetzt, ja, man muss es sagen, selbstgefällig und behäbig geworden ist, genauso ist es mit der etablierten Politik. Die hat genauso fertig. Die hat keine Konzepte mehr. Die versucht nur, an ihrem Sessel zu kleben, während Löw zumindest drüber nachdenkt. Klaus Strunz hat dann geschrieben, um zum Abschluss zu kommen, Yogi Merkel, es wird Zeit, zurückzutreten. Das kann man durchaus sagen, nur dann sollte man auch immer gleich anfügen, es geht uns nicht nur um die Person Merkel, sondern das nur ein Symbol, es geht um das System Merkel. Merkel ist nicht an allem alleine schuld gewesen, da könnte man jetzt
einige Jahrzehnte zurückgehen. Da sollte hinterher dann auch immer nur ein einziger und eine bestimmte Clique schuld gewesen sein. Aber es gab ganz viele Mitläufer und ganz viele Leute, die rein aus Opportunismus diese Politik mitgetragen haben. Auch jetzt brauchen wir, wenn Merkel weg ist, eine Entmerkelifizierung. Ein Wort, das haben Sie sich da ausgedacht. Ja. Mir ist doch kein besseres eingefallen, aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Weiß ich. Herr Salz, vielen Dank für die Zeit. Alles Gute. Danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und noch viel Spaß beim Bundesparteitag. Vielen Dank.